Wir sind hier bei der Landesvertreterversammlung der CDU. Hier wurden heute die Kandidaten für die Europawahl aus Sachsen bestimmt. Und Spitzenkandidat ist mit 97% Hermann Winkler. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu dem Ergebnis. Was sagen Sie dazu? Ich habe mich gefreut. Das ist auch ein Lohn für die bisherige Arbeit. Das ist meine erste Legislatur gewesen im Europaparlament. Und ich habe gut zusammengearbeitet, auch mit einem Großteil der Delegierten aus Sachsen, aus der CDU. Und deshalb ist das ja so eine Bestätigung und da freut man sich und das ist zugleich auch Motivation. Also die sächsische CDU steht hinter Ihnen. Jetzt müssen Sie die Wähler überzeugen. Mit welchen Themen gehen Sie in den Wahlkampf? Ich will versuchen, erstens offen und ehrlich zu sein und sagen, Europa steckt noch in der größten Krise seit Gründung der Europäischen Union. Jedoch haben wir auch mit diesem Europa wahnsinnige Chancen, im weltweiten Wettbewerb zu bestehen, unsere mittelständische Wirtschaft in Sachsen zu stärken und damit letztendlich auch die Grundlage zu legen für soziale Leistungen, die wir in Sachsen, aber auch in Europa schaffen. Und deshalb will ich auch ein Stück Europa erklären. Europa ist unheimlich kompliziert und ich habe Verständnis, wenn der Bürger manchmal abschaltet und sagt, ich will das jetzt nicht hören. Also Sie haben eine Legislaturperiode schon hinter sich. Sie haben es gerade gesagt, 5 Jahre im EU-Parlament. Das wäre dann also die zweite. Was würden Sie anders machen? Hat man da aus der ersten irgendwelche Lehren gezogen? Also wollen Sie anders rangehen? Nein, an sich würde ich nicht viel anders rangehen, weil ich ja gemerkt habe, dass die ersten 5 Jahre Erfolg gebracht haben. Es ist natürlich ein Spagat. Einerseits fast immer in Brüssel präsent zu sein, um für sächsische Interessen zu werben. Das muss ich oft im persönlichen Gespräch machen, weil das Parlament so groß ist. Andererseits den Wahlkreis, den Freistaat Sachsen abzudecken und viel mit dem Bürger im Gespräch zu sein. Das ist unheimlich schwierig, aber ich glaube, ich habe das geschafft die vergangenen 5 Jahre. Ist natürlich anstrengend, aber dafür bekomme ich kein schlechtes Geld und deshalb würde ich es genauso weitermachen. Jetzt ist ja noch eine neue Partei mit aufs Tableau getreten, die AfD, eine eurokritische Partei, die auch in Sachsen, glaubt man den jüngsten Umfragen, auch einen großen Rückhalt hat. Lehnen viele Sachsen das Europa ab? Ich nehme die Themen, die die AfD vertritt, ernst, denn das sind die Themen der Bevölkerung, die auch Angst hat. Angst, was wird aus meinem Ersparten, was wird mit den Lebensversicherungen, was wird mit den Zinsen, die ich ansammeln möchte auf dem Konto, wo geht es mit dem Euro hin. Insofern sind das Themen, die europakritisch sind, die auch wir vertreten. Nur zum Unterschied, wir sind europakritisch, weil wir Europa erhalten wollen und wir machen klare Gegenvorschläge. Eins teile ich nicht mit der AfD, dass sie sagen, Deutschland muss zurück zur D-Mark kommen, weil ich ganz klar sage, ein Austritt aus dem Euroraum, ein Zurückgehen zur D-Mark schadet der Wirtschaft in ganz Deutschland und schadet auch dem sächsischen Handwerker. Und das kann nicht unser Ziel sein. Vielen Dank, Herr Winkler.